Gefangene in einem der am strengsten abgeschirmten Orte der Welt, Guantanamo Bay, das berüchtigte US-Lager auf Kuba. Gemeinschaftsräume wie dieser sind den Gefangenen vorbehalten, die mit den US-Behörden zusammenarbeiten. Für die anderen ist der Alltag in den umstrittenen Camps noch härter. Die Ausstattung oben bieten wir unseren fügsamen Gefangenen. Das unten ist für unsere aufsässigen Gefangenen. Wer die Regeln von Guantanamo Bay bricht, muss den orangenen Overall tragen. Etwa wer Exkremente nach den Wärtern geschleudert hat. Dabei sei heute vieles hier besser als noch vor wenigen Jahren, sagt Zack. Er arbeitet für das Pentagon und spricht mit den Gefangenen Arabisch. Die Stimmung ist viel besser, weil sie sehen, dass etwas geschieht. Sie haben gesehen, wie entschlossen der US-Präsident ist, Guantanamo zu schließen. Alle Gespräche drehen sich um eine Verlegung, wo sie hinkommen, in welches Land. Immer noch versuchen manche der noch mehr als 150 Gefangenen im sogenannten Krieg gegen den Terror aber Widerstand zu leisten. Einer der wenigen Wege ist das Verweigern von Nahrung. Doch die Ärzte hier sehen es als ihre Pflicht, hungerstreikende Gefangene am Leben zu halten, notfalls durch Zwangsernährung. Ich kann nicht zulassen, dass sie sich selbst Schaden zufügen. Ich bin völlig im Reinen mit dem, was wir hier tun. Zwangsernährung und Einzelhaft sind für die Anwälte nur ein Teil des Problems Guantanamo. Körperlich unmenschliche Behandlung und Missbrauch, die es früher gegeben hat, sind für die meisten Männer heute nicht das Hauptproblem. Es ist eher, wenn man nach mehr als 12 Jahren ohne Anklage immer noch nicht weiß, ob man nach Hause kommt. Manche der Männer in Guantanamo Bay stehen vor Militärgerichten, aber letztlich sehen die USA alle hier als Kriegsgefangene. Und die dürften erst freigelassen werden, wenn ihr Krieg gegen den Terror vorbei ist, falls das jemals der Fall sein wird.